So, jetzt steht der Erik, egal, ich sag schon mal Hallo aus Montenegro. Und heute rauchen wir den Island Papaya, wieder von Fumari, der dritte im Bunde quasi. Hier, Fumari Island Papaya heute. Zum Schnitt gibt es nichts Großartiges zu sagen, wie bei den anderen, haben wir ja schon gesagt. Der ganze Schnitt sieht sehr, sehr schön aus, sehr fein, keine Äste. Und die Feuchtigkeit ist perfekt, also er trieft nicht wirklich, keine überschüssige Molasse, aber auch nicht zu trocken, man muss nicht nachfeuchten, also richtig perfekt einfach. Also, wie gewohnt. Die waren alle eigentlich ziemlich ähnlich oder fast identisch vom Schnitt. Ja, also da kann man Fumari echt empfehlen, was Schnitt und Feuchtigkeit angeht. Genauso vom Rauchverhalten sind sie auch alle eigentlich relativ gleich. Ja, wir haben jetzt gerade erst die Kohlen draufgelegt, weil wir uns jetzt mal wieder beeilen müssen mit dem Sonnenuntergang, weil wir sonst gleich kein Licht mehr haben. Ihr seht schon, wir haben natürlich wieder Wind, also wieder nicht so optimale Bedingungen. Masch mit Geruch. Du hast die Backen jetzt hingelegt. Da reingetan. Schauen wir mal, wie es riecht. Also ich finde, der riecht fruchtig süß. Ja, riecht auch irgendwie so, irgendwie wie ein grüner Tee oder irgendwie sowas, finde ich. Ja, der riecht wie so ein grüner, also was habe ich da? Pfanner, glaube ich. Ne, Lipton. Lipton grüner Tee, so ähnlich riecht das. Also der Eistee, grüner Tee oder was es sein soll. Also von wieder auch ziemlich süß. So ähnlich. Und ja, wieder süß und fruchtig. Ja, beim Geschmack ist es auch wie beim anderen. Das Ganze ist eigentlich relativ temperaturabhängig. Deswegen kann man es gerade schlecht sagen, weil wir die Kohlen erst draufgelegt haben. Aber wir haben den schon ein paar Mal geraucht. Und ich finde, der hat tatsächlich sowas grüne Tee-mäßiges irgendwie. Wobei er den Geschmack jetzt nicht so extrem wie der. Was war das nochmal? Keine Ahnung, was das andere wie war. Der letzte eben. Ja. Also nicht wie Passionfruit, genau. Der Erinnert Geschmack, so der ist relativ dezent. Aber dafür kann man ihn auch schön leicht rauchen. Der steigt überhaupt nicht in den Kopf. Er drückt nicht. Und kratzt nicht. Genauso wie die anderen eigentlich. Ja, also sehr angenehm zu rauchen. Und eben der Geschmack ist nicht zu aufdringlich. Es ist ein schöner Geschmack da, aber eben was Sanfteres und nicht eben, so intensiv. Man kann schon sagen, der ist so ein bisschen weich im Mund. Aber trotz allem finde ich, hat er einen schönen Geschmack. Und würde ihm deswegen geschmacklich 9 von 10 Punkten geben. Ja, der schmeckt auch so richtig, als wenn man an einem Teebeutel riechen würde, finde ich. Ja, der hat eben so was grüner Tee-mäßiges, finde ich. So ähnlich eben wie dieser Lipton, dieser grüne Tee. So ein bisschen in die Richtung. Ja. Rauch kann man jetzt natürlich wieder relativ schlecht sagen, weil es zu viel Wind hat und draußen und schlechtes Licht und. Aber man kann sagen, der raucht auch wie die anderen gut. Das liegt natürlich an der perfekten Feuchtigkeit. Da erwartet man nichts anderes und liegt somit auch in einem guten Bereich. Ich weiß jetzt zwar nicht wieder, ob der Geschmack auch zu der Frucht zutreffend ist. Vielleicht ein bisschen mehr als der Passion Fruit, aber... Ja, ob es hundertprozentig getroffen ist... Es schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt auf jeden Fall wirklich lecker. Also den Passion Fruit und den Island Papaya, die kann man beide wirklich empfehlen. Würde ich wieder kaufen. Ich würde aber den Passion, also würde ich nochmal wieder kaufen, würde ich den Passion Fruit wieder kaufen. Der hat mir einfach noch ein bisschen besser geschmeckt und war ein bisschen intensiver, hat mir einfach besser gefallen. Aber auch der kriegt von mir eine Kaufempfehlung, weil er einfach lecker ist und mal was anderes. Daumen hoch. Naja, das war's dann. Ich glaube auch an Tabaksorten. Jetzt haben wir noch einen Wir haben noch einen Nagler, aber ob wir den machen, weiß ich nicht. Also der ist nicht so besonders. Der ist ein bisschen trocken, den muss man vielleicht noch ein bisschen nachbearbeiten, bevor man da ein Review machen kann. Ja, mal schauen. Aber ansonsten war's wahrscheinlich von den Urlaubs-Reviews hier. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wahrscheinlich in Dresden wieder. Und bis denn. Ciao. Tschüss.